Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Serie Bestückmaschine. Wie ich ja festgestellt habe, brauche ich für eine Bestückmaschine Luft. Sie muss natürlich irgendwo die Druckluftzylinder für die Fieder betätigen. Sie muss natürlich irgendwo mit dem Venturi-Ventil das Vakuum für die Bestückköpfe erzeugen. Und dafür brauche ich Druckluft. Sie hätte gern irgendwie 50 Liter die Minute und irgendwie, ich glaube, 7 Bar oder so. Und da ich ja hier zwar schon offiziell irgendwie so Industriegebiet bin mit meinem Büro, hier auch früher mal eine Schmiede und so war, ist an sich der Lärmpegel geduldet, aber ich will natürlich jetzt nicht hier irgendwie einen fetten Kolbenkompressor hinpacken. Vor allem auch deswegen nicht, weil die Bestückmaschine ölfreie Luft benötigt. Es gibt da natürlich Ölabscheider vorneweg und. Aber ich dachte so, grundsätzlich ist vielleicht einfach geschickt, wenn ich einen ölfreien Kompressor kaufe. Die Firma Implotex verkauft in Deutschland Flüsterkompressoren, die, also in dem Fall jetzt, ich glaube 860 Watt hat das Teil und der hat irgendwas um die 55 Dezibel. Ich bin neugierig. Also normale Sprechlautstärke sind ja schon, glaube ich, 60 Dezibel. Also er wird hoffentlich sehr leise sein, denn er steht ja hier hinter mir und muss dann vor sich hin tickern, also wir werden sehen. Die Firma Implotex hat mir den günstiger gegeben, dafür mache ich ein YouTube-Video drüber und das wird jetzt dieses YouTube-Video. Ich hätte jetzt einfach sagen können, guckt, hier kommt Luft aus dem Schlauch raus und den stecken wir hier an, aber ich finde, wenn man irgendwie ein Produkt mit vorstellen kann, dann soll man das doch machen. Das freut euch und das freut mich. Weil so haben wir alle was davon. Und ich bin ja erstaunt, dieser Kompressor hat also wahnsinnige Bewertungen. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Artikel gesehen, irgendwo bei Amazon oder sonstigen Kanälen. Ich glaube, bei Amazon hat das Ding, ich packe euch einen Link unten rein, ich glaube, das Ding hat hunderte 5-Sterne-Bewertungen, ein paar 4-Sterne-Bewertungen und sonst nichts. Also das habe ich noch nie gesehen, weil irgendwie eine 1-Sterne-Bewertung hat eigentlich jedes Produkt immer irgendwie, glaube ich. Von dem her bin ich echt neugierig, wie gut das Ding ist. Vor Inbetriebnahme das Dynamometer und den die Luftfilter montieren. Zu feste Montage und zu viel Teflon kann das Anschlussgewinde beschädigen. Handfeste Montage reicht daher völlig aus. Ein Manometer. Teflonband, eine Schnellkupplung, ein Manometer von 0 bis 10 Bar, ein Manometer von 0 bis 10 Bar, das wäre quasi Kompressordruck und eingestellter Druck oder andersrum. Ja, das war's damit. So, wie kriegen wir den jetzt hier raus? Einfach anpacken und rausheben, hätte ich gesagt. Ich schätze mal 30 Kilo. Da unten ist ein Holzboden. Süß. Verpackung ist genial. Er hat einen normalen Schuko-Stecker. Ich bin sehr froh drum. Starkstrom, den ich hier zur Verfügung habe, habt ihr gesehen. Benötige ich ja schon für den Reflow-Ofen. Ein Ventilator zur Kühlung. Er ist ölfrei. Er hat hier oben die Motoren. Und irgendwo wahrscheinlich die Membranen. Und auf dieser Seite ein Hauptschalter, den man die Luft ein- und ausschalten kann. Das finde ich schon mal sehr, sehr praktisch. Ein Überdruckventil. Das Teil hier ist der Drucksensor, der quasi den Motor aus- und einschaltet. Er schaltet bei 8 Bar aus und bei 6 Bar wieder an. Also 2 Bar Hysterese. Gut, dann montieren wir mal Hirnmanometer und Hirnmanometer. Also wir haben ein bisschen Teflonband dabei zum Glück. Hier hinten noch die Schnellkupplung. Die hat hier bereits ein bisschen Teflonband drumherum, wie man sehen kann. Wir haben aber genug dabei, also mein viel hilft viel. Machen wir nochmal ein bisschen drumherum. Wobei, wir müssen ja vorsichtig sein. Es stand ja irgendwas von zu viel beschädigt das Gewinde oder sowas. Also eine kleine Menge reicht dann schon. Gucken wir nur, dass wir vorne nicht das Loch verstopfen gleich und uns dann wundern, warum es nicht funktioniert. Und sollte es dann undicht sein, wissen wir, an welcher Stelle das wir suchen müssen. Also handfest funktioniert hier schon mal nicht. Oh, da brauchen wir auf jeden Fall nochmal irgendein Werkzeug dazu, sonst kriege ich das nicht gedreht.
Es ist ausreichend Teflonband dabei, muss ich sagen. Das ist schon mal sehr erfreulich. Ich mag Teflonband einfach nicht wirklich. Es ist ekelerregend anzufassen. Dann wird das Ganze mit dem Teflonband zusammen hier reingeschraubt. Ich drehe es jetzt handfest, packe jetzt hier mal ein bisschen mehr Teflonband drauf, stecken wir mal ein und schauen, wie laut er jetzt wirklich ist und ob er eventuell vom Stuhl fällt oder nicht. Einschalten, indem wir hier oben das rote Knöpfchen ziehen. Und schon knattert er vor sich hin. Was wir noch vergessen haben, warum er jetzt noch gerade so ein Tick laut ist, wir müssen natürlich auch noch den Luftfilter montieren. Den Vorfilter. Auch da ein bisschen Teflon drauf, hier ist eigentlich egal, weil ich glaube nicht, dass der hier allzu viel Fremdluft saugen kann. Der Luftfilter selber sollte eigentlich auch aufgehen. So ein kleiner Mini-Luftfilter, wie er vom Auto auch gekannt wird. Und wieder zudrehen. Das geht ein bisschen streng, aber es funktioniert. Und hier ist nochmal ein Stück Schlauch dabei. Der kommt hier rein. Der nimmt auch nochmal so ein bisschen Lautstärke weg. Das Ganze da oben eingedreht. Und jetzt hören wir dann gleich nochmal im Vergleich zu vorhin, wie er jetzt klingt. Oh ja, also es ist jetzt doch deutlich leiser wie davor. Luftfilter und ein kleiner Schlauch zum Schalldämpfen scheint also durchaus was zu bringen. Noch gerade abschneiden, dann wird es sogar noch mal ein Tick leiser. Wir haben jetzt schon 2 Bar drauf. Er füllt sich sehr schnell. Wir warten jetzt einfach mal ab, wie lange das Ganze benötigt. So, und schon ist er gefüllt. Er hört bei exakt 8 Bar auf. Und ich darf hier dann nochmal ein bisschen Teflonband nachgeben, denn man hört es hier leicht zischen. An den Kühlrippen wird er warm. Ganz unten hat er noch eine Ablassschraube für Wasser. Kondenswasser kann man hier unten einmal wöchentlich ablassen, steht hier. Und Druckeinstellung hier. Er gibt auch den Druck raus. Also man muss jetzt nicht extra hier den Druck entnehmen. Also er reduziert sofort den Druck. Die Bestückmaschine braucht 7 Bar, also geben wir ihr mal 7 Bar. So, nachdem ich alles dicht gekriegt habe jetzt am Kompressor, habe ich den jetzt hier in meine Abstellkammer gestellt. Der schwarze Druckluftschlauch hier geht jetzt vorne zur Bestückmaschine. Also es ist ein 10er Schlauch. Ich habe mal einfach so ein, keine Ahnung, 10x8 oder was das hat, so einen Druckluftschlauch bestellt. Der passt hier mit dem Schnellanschluss genau hier rein. Da habe ich mal so einen Schnellanschluss dazu bestellt, den ich da auf den Schlauch draufschrauben kann. Wir haben hier den Einschalter für den Kompressor. Da kann man praktisch die Luft jetzt ein- und ausschalten zur Bestückmaschine. Falls die irgendwo undicht ist, dann drehe ich sie am Abend ab. Hier der Ein- und Ausschalter vom Kompressor selber. Ich habe jetzt das Ganze noch hier mit einem, kann man es sehen, so ein bisschen, so eine intelligenten Steckdose, die stelle ich ein, dass auf jeden Fall in der Nacht der Kompressor aus ist, dass nicht irgendwie da ein oder mitten in der Nacht anfängt, da zu Kompressorgeräusche zu machen. Wäre nicht gut für die Nachbarn. Ich zeige euch auch noch mal kurz hier jetzt einen Screenshot vom Handy, wo man quasi sieht, wie viel Leistung der gerade verbraucht, wenn er an ist und was für durchschnittliche Leistung er so hat. Ja, vielen Dank an die Firma Implotex nochmal, dass wir den Kompressor günstiger verkauft haben, dafür, dass ich das Video hier mache. Ich finde so Partnerschaften immer ganz toll, weil da hat jeder was davon, finde ich. Ihr habt was davon und ich habe was davon und alle haben was davon. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen und dann bis zum nächsten Video, nächste Woche, Samstag. Ciao.